hallo, grüß Gott, liebe Leute, buenos dias, buenas tardes, wo auch immer Sie gerade stehen, sitzen, liegen und wieder dabei sind. Mein Name ist Friederike, ich arbeite auf Ibiza beim Ibiza Kurier, das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Wir berichten über lokale Politik, Soziales, Ökologisches, Freizeitangebote, natürlich kulturelles und soziales Leben, was im Moment sehr, sehr eingeschränkt ist. Wir stehen jetzt hier gerade an der Carretera Ses Salinas und ich würde Sie gerne mitnehmen auf einen kleinen Ausflug an Strand. Wir fahren gleich los. Jetzt im Moment stehen wir hier vor dem DC 10. Das ist eine ganz, ganz berühmte Diskothek auf Ibiza, leider auch dieses Jahr nicht offen hatte. Und ja, ich steige mal ein und wir fahren los. So, Handschnallen natürlich, es gelten ja die Regeln und ich bin für Regeln, ich bin übrigens auch für die Einhaltung der Gesetze, halte mich auch meistens, zumindest wissentlich an alle Gesetze. An was ich mich nicht so gern halte, sind willkürliche Verordnungen von Behörden, die keine Logik haben und auch verfassungsrechtlich gesehen nicht legal sind. Also, wir fahren jetzt einfach hier mal raus. Genau, wir befinden uns also hier im Süden der Insel, in der Südspitze, direkt am Flughafen. Wir sind hier in der Einflugschneise, im Einflugsgebiet und fahren jetzt hier durch die Salzfelder zu den Salinen. Die Salinen, das waren früher für Ibiza die wichtigste Einkommensquelle. Die Insel hat ein einziges Exportprodukt und es ist Salz. In modernerer Zeit natürlich auch Musik- und Freizeitangebote. Das sind so das, was das Produkt Ibiza ausmacht. Aber früher, damals, hat die einheimische Bevölkerung vom Fischfang gelebt, von der Landwirtschaft und vom Salzabbau. Dieses Salz wurde in die ganze Welt verschifft. Es ist ein sehr hochwertiges Salz und das ist die Straße nach Salinas. Wir gehen jetzt einfach mal, wir tun es, als würden wir an den Strand fahren. Mir reicht es leider heute selbst nicht an den Strand, aber vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen Flamingo auf dem Weg. Die sind nämlich hier auch heimisch geworden, ob man es jetzt dem Klimawandel zuschreiben möchte oder einfach, weil es den Flamingos auf einmal ihnen einfach gut gefällt. Früher waren die Flamingos hier nur auf Station. Wenn sie also im Winter in südlichere Gefilde geflogen sind, die Zugvögel, dann haben die hier Rast gemacht und sich in den Salzbecken gütlich getan und die Wampe vollgeschlagen und ihren Reiseproviant aufgefrischt sozusagen. Rechts sieht man also jetzt die Salinenfelder. Und mal gucken vom Licht, wir haben ein bisschen Gegenlicht. Wir fahren also der Sonne jetzt gerade entgegen, deshalb hoffe ich, dass die Bilder nachher gut rauskommen. Und dass es Ihnen nicht schlecht wird von meinem Fahrstil, weil jetzt auch alles so schnell an Ihnen vorbeirast. Genau. Ich gucke auch mal auf die Fahrbahn. Es ist wenig los. Wir sind in der ersten Oktoberwoche. Also jetzt ist die Saison offiziell eigentlich vorbei. Wobei die letzten Jahre Ibiza auch noch bis weit über die Herbstferien hinaus sehr betriebsam gewesen ist, also viele Menschen, die wirklich die Nebensaison für sich entdeckt haben und schätzen gelernt haben. So, hier sehen Sie jetzt vor uns einen Rollerfahrer, der zwingt mich auch zum Langsamfahren, das ist ganz gut, dann kann mich nämlich der andere Motorradfahrer überholen und kurz vor der Kurve, aber das mache ich nicht. Ich werde rechts, da sehen Sie die Salzberge, also hier wird das Salz angehäuft und gelagert, so lange bis einer kommt und es klaut. Nee, Entschuldigung, kauft. Also die Einheimischen, die gehen natürlich hin mit ihrer Plastiktüte oder in ihrem Körbchen und die füllen sich da hier immer fleißig ihr Salz für zu Hause ab. Es gibt verschiedene Qualitäten. In der letzten Ausgabe des Ibiza Kurier haben wir einen Artikel gebracht über die diesjährige Salzernte auf Ibiza. Die ist sehr gut ausgefallen. Und was die Betreiber des Salzwerks auch sehr freut, dass eben der Absatz gestiegen ist, weil die vor allem im heimischen Markt, also gar nicht so viel Export, die Exportnachfrage war nicht sehr stark. Ibizenkisches Salz wird exportiert vor allem zum Streuen in die kalten
europäischen Länder. Da wird es einfach auf die Straße geschmissen, was wir hier als kostbarstes Exportprodukt der Insel und auch als Markenzeichen der Insel verstehen. Ja, hier fahren wir jetzt also genau zwischen den beiden Salzfeldern. Was heißt beiden? Das sind ganz viele einzelne Abschnitte, die zu unterschiedlichen Zeiten geflutet werden. Da wird dann Meerwasser reingespült. Auf der anderen Seite fließt auch wieder was raus. Der Rest verdampft und das, was oben als Kristallschicht übrig bleibt, das kann man nachher kaufen und natürlich auch verzehren. Und es gibt unterschiedliche Tests. Manche sagen, es ist nicht gut, das ibizenkische Meersalz. Andere sagen, das ist fantastisch. Ich kann da jetzt nicht mitreden. Mir schmeckt es. Ich verwende es natürlich in meiner Küche zu Hause auch. Und ein befreundeter Naturheilkundler, der auch Homöopath ist, der hier einige Jahre auf Ibiza gelebt hat, der hat mir erzählt, wenn man von dem ibizenkischen Meersalz eine winzige Fingerspitze täglich reindippt und sozusagen sich in den Mund steckt, dann hat man laut seiner Aussage alle notwendigen Mineralien und Spurenelemente, die der Körper benötigt. So, hier Salinas. Hier ist eigentlich der erste Kreisel, wo es dann meistens schon krasser Stau ist. Hier geht es zum Satrincha, zum Jockey Club, zum Beso Beach. Das sind alles die tollen Strandlokale am Strand. Ja, wie der Name sagt, Strandlokale. Ich werde jetzt mal zum Parkplatz fahren. Rechts sehen Sie diese ganzen großen Flächen, die eigentlich immer hier die Parkplätze sind. Hinter diesem schönen Zäunchen. Hier kommt ein Lieferantenfahrer, der hat es ganz arg eilig. Okay. Dann machen wir mal schön langsam. Hier ist also normalerweise schon richtig viel Stau im Sommer, wenn alle an Salinas wollen, weil das halt der populärste Strand ist. Aus neben Playa del Bossa sind es die zwei bekanntesten und größten Strände der Insel, die auch also wirklich wunderschön sind. Hier im Salinas-Fall, da ist es hier noch, noch cooler, sage ich mal, das Naturschutzgebiet. So, die Schranke ist weg. Es heißt, hier wird nicht mehr kassiert. Das ist cool. Sonst wird hier nämlich ordentlich zugelangt, also es ist kein Schnäppchen. Es ist nicht gerade billig hier zu parken, aber man hat auch nicht viel andere Optionen. Also es bleibt, oh, jetzt fängt es an mit dem Wackel, mit dem Gewackel, Gedackel. Ich weiß nicht, ob wir das hier unbeschadet überstehen. Ich fahre einfach mal. Also ein paar Leute sind hier. Ich sehe allerdings keine Mietwagen. Das ist immer ein sehr deutliches Zeichen, wenn ein total neues Fahrzeug, das ganz blitzblank geputzt ist, mit einem Mietwagen-Firmenaufkleber hinten drauf, dann sieht man immer, ach, das sind Touristen. Und hier, das sind alles so alte Karren. Bisschen verratzt, ein bisschen dreckig. Das scheinen mir dann doch alles überwiegend hier heute am Strand von Salinas Einheimische zu sein. Ja, also hier im vordersten Abschnitt, da stehen ein paar Autos. Aber es ist natürlich nichts im Vergleich mit den Tausenden, Tausenden von Autos und Menschen, die dieser Strand hier im Sommer eigentlich sonst so bevölkert. Und ja, jetzt haben wir einmal eine Gratistour durch den Parkplatz gemacht. Hier rechts sehen Sie, da ist ein ganz süßer kleiner Laden. Da kann man sich noch eindecken mit einem Strohhut, wenn man den zu Hause vergessen hat, oder einem Strandkorb und natürlich einem schönen Flamingo-Pareo sehe ich von hier. Ach, das ist ja hübsch. Flamingos haben wir keine gesehen. Da müssen wir wahrscheinlich das nächste Mal ohne Autos. Ohne Auto, das werden wir auch noch hinkriegen. Ich möchte an dieser Stelle auch schon wieder fast Tschüss sagen, denn ja, an den Strand nehme ich Sie heute nicht mit zum Baden, aber Sie dürfen gerne wieder einschalten, wenn wir die nächste Episode veröffentlichen auf YouTube. Ansonsten gehen Sie mal auf unsere Webseite ibizakurier.es, da gibt es viele aktuelle Nachrichten über die Insel und ja, und wenn Sie mögen und Sie vielleicht einen Lieblingsort haben auf Ibiza, wo Sie gerne mal sehen möchten, wie es da jetzt gerade aussieht, dann schreiben Sie uns einfach unten in die Kommentare rein. Hallo, liebes Kurierteam, wir würden gern schauen, wie es denn hier und da und je, aussieht. Und wir fahren dann auch gerne hin. Sie müssen aber verstehen, dass wir ein kleines Team sind mit begrenzten personellen und finanziellen Mitteln. Also wenn Sie uns eine Tankladung sponsern möchten, dann fahren wir für Sie überall hin. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hasta luego.